Jo, hi, wir sind wieder zurück. Der Marfko und der Ja, Spielpirat. hallo. Und ja, hi, wir haben ja hier geschlafen. Ist es draußen dunkel oder hell? Ich habe keine Es ist Ahnung dunkel, oder? Ja. mehr. Sollen wir Ja. nochmal schlafen? Tür zu. Ja, wir gehen nochmal schlafen, komm. Gleich so fängt ein Dings definitiv an. Ein Dings, let's play together. Ja. Yippie-yay-yay. Ich hoffe, wir hoffen eigentlich, aber ich hoffe auch, dass euch unser Let's Play gefallen hat. Was wir jetzt so gedreht haben. Und es geht natürlich wesentlich weiter. Heute mit der Aufnahme wollen wir ein bisschen mehr machen. Wir wollen heute auch die ersten. Ich bin hier übrigens oben auf der Hütte Ich drauf, werde es ja. schon mal hin. Ich versuche gerade mal ein paar. Ey, dieser scheiß Zombie noch. Entschuldigung. Ich hab jetzt so verschiedenste Items jetzt so vernünftig hier integriert bekommen. Aber die Zombies werden mir immer noch als fliegende Füße angezeigt. Also bitte Ah nicht ja, da unten hast du ja in der irritieren letzten lassen. Folge die Rubberbäume gepflanzt, ne? Jo, guck mal, die sind doch schön gewachsen. Seltsam. Also folgendes. Ja, wir wollen heute euch zeigen, wie Tacket eben halt, wie mächtig es ist, was wir da alles so machen können. Und ja, sag mal, hatten wir einen Tree-Tap? Ja, einen Tree-Tap hatten wir. Den hattest du. Ich werde hier auf jeden Fall gerade mal ein bisschen Tree-Tappen. Hier uns. War Ja, uns, ist uns? Keine hast du da auch Ahnung. schon was? Ich glaube nicht. Nee, wann? Ich habe einen Setzling. Zwei Setzlinge. Ja, cool. Willst du die, oder? Auf jeden Fall einsammeln. Ja, gleich. Hier ist Haust du mir eins. einfach hin, wenn ich hier gerade irgendwo stehe. Sehe ich hier. Hier auf der Seite. Da hast du was bei dir? Okay, super, danke. So, holen wir uns auf jeden Fall. Und hier ist auch noch eins. Ja. Wie heißt das Zeug nochmal? Ich überlege gerade. Sticky Dings, wa? Vergiss den Namen mal. Sticky Resin. Also was wie ein Baumharz, kann man sagen. Aus dem man jetzt hier. Das Gewinnen. Übrigens, man muss die Bäume ja nicht abfällen, wenn man es jetzt hier ja geerntet hat. Denn es ist so, dass man prinzipiell noch die Möglichkeit hat, dass das wieder irgendwann nachkommt. Am Anfang ist es natürlich jetzt aber ein bisschen mühsam, da man eben Hab doch noch aus diesem eins. Holz was generieren kann. Und dementsprechend holzen wir die Dinger einfach ab und versuchen auch ein paar Setzlinge zu gewinnen. So, wo haben wir es da? Also, Super. Setzlinge hast du auch? ja, ich gehe rum und sammle die ein. Hier habe ich auch noch eins gefunden. Ah Soll ja. ich die denn jetzt Oh. abbauen, die Bäume? Er ist doch leer Ach schon. ja? Übrigens, versuch du mir mal. Mach du dir mal einen Tree-Tap, bitte. Ich habe so kurz Holz. Oder Ich habe ich gehört, baue hier es. kurz. Mach dir mal ganz. Genau, mach dir mal ganz schnell einen Tree-Tap. Hol mal hin, mach dir mal einen Tree-Tap. Weil ich habe mal gehört, dass man im Multiplayer. Diese Harzstellen zweimal abernten kann. Weißt du, wie ein Tree Tap geht? Oh, Marfko schweigt. Probier gerade Wahrscheinlich aus. guckt er gerade nach. In der Mitte drei, links unten ein und oben in der So, Mitte ja, jetzt eins. habe ich es auch schon. Ja, wo waren die Komm mal Stellen? mit. Hier, ne? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm Ah, mit. er ist weg, Hast er du ist weg. rausgekriegt? Wer? Hier ist er. Komm mal her. Hier, der Ach dritte. so, man muss dreimal Zack, es drauf. kam Man raus. muss dreimal drauf hauen. Mit der rechten Maustaste musst du eigentlich einmal Aber ich raufhauen. habe jetzt Hier, zwei. komm mal her. Komm mal her. Hier ist nochmal. Ja, geil, es funktioniert. Wir können das hier definitiv mehrfach machen. Komm mal her. Hätten wir das mal in der letzten Folge gewusst, wie wir so viele davon gefunden haben. Alter Schwede. Naja, wir brauchen es auf jeden Fall noch für die Zukunft. Ey, dieses Loch hier nervt mich total. Soll ich Erde holen und Hier zubauen? habe ich eh nichts. Naja, wir wollten ja ewig gucken, dass wir vielleicht Ach ja, wegziehen. stimmt. Weil hier haben wir nicht so viel. Lass uns mal kurz gucken. Komm mal mit Ich hier nehme kurz hoch. den Fachmantel mit. Wo ist er? Hier oben. Von dir hier wieder nach links von unserer Behausung. Also rechts. Ist doch egal. Hier hinten, Mann. Andere Richtung, aber ist egal. Guck, 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 guck. Ein Pirat im Wald. Schnee ist eh nicht so Soll gut. ich hier kurz einen Wir wollen nämlich Raypie hier weg. setzen, damit wir hier wieder hin? Habe ich Ach schon so. alles. Habe ich alles. Wir wollen ja nicht in der Schneegegend bleiben, weil wir wollen ja später mal auf alternative Energien umswitchen, wie zum Beispiel Solarkraft. Und in Schneegebieten ist Solarkraft recht schlecht. Ja, das heißt nicht, wir müssen nicht in die Wüste ziehen dafür. Aber wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir in Richtung Berge gehen. Oder die anderen normalen Bäume. Dafür rennen wir gerade mal. Afko, bist du Ja, ich bin dabei? hinter dir. Folge dir auf Schritt und Tritt.
Gut, weil ich habe ja letztes Mal den Waypoint gesetzt gehabt bei den Bäumen. Und auf dem Weg dahin haben wir ja so eine Berglandschaft Ja, gesehen. so. Nicht groß, aber also nicht lang und breit, aber trotzdem hohl und innen drinnen ausbaufähig. Ist das der da vorne schon? Mit Ja, so einem. ne? Ja, genau. Und da hatte ich mir jetzt, oder hatten wir uns beide gedacht, wir könnten ja auf diesem Berg oder in diesem Berg. Ja, hier ist ein bisschen Wüste. Ja, da hinten haben wir auch noch Wasser. Lass es mal am besten rumlaufen und mal gucken, wo steht denn die Sonne? Die steht ja noch da, es passt. Dann brauchst du ein bisschen Fleisch, Lass es. weil. Warte mal, warte, warte. Ich glaube, ich habe noch was bei. Ich habe noch was bei. Reicht erstmal. Abgesehen davon verhungern werden wir hier auch nicht. Ja, hier haben wir einen Berg. Hier können wir bestimmt auch vernünftig was bauen. Und was Ja, gucken. dann haben wir hier auch noch unsere kleine Privatoase. Ja, aber hier geht es ja auch noch weiter. Alles. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz hier auf den Berg drauf, oder? Ja. Und gucken mal, wie die Aussicht ist. Die Aussicht auf Erfolg, dass wir hier bleiben. Der ist nämlich so ein bisschen so eine Western. Diese Western-Bauten, weißt du, so diese Filmstudio-Geschichten. Dieser Berg oder So, was? mit dem Schwert. Ja, naja, diese Häuserwände, die immer nur einseitig sind. So. Oh, ist aber ein Wind, war? Ist ja krass. Ja. Ja, also ich sag mal, hier sind wir auf dem Berg. Die Aussicht ist auch in Ordnung. Da hinten haben wir Schnee. Ah, weiß ich nicht. Ist auch noch bald, wenn ich mich nicht irre, da in die Richtung. Genau. Ja, ich sag mal, hier hätten wir wenigstens Potenzial, dass wir irgendwas machen können, irgendwie nochmal. Auf jeden Fall können wir auch Solar nutzen. Wir haben. Für Windräder könnte man bestimmt hier auch ganz vernünftig was machen. Ja, so wenig wie es da oben war, bestimmt. Definitiv, irgendwas wird da immer sein. Ich weiß nicht, ob sich so irgendwie auswirkt, an welcher Stelle man das macht. Aber interessant wäre es allemal. Und da hinten haben wir auch den Wald. Genau. Schwuppdiwuppdiwupp. Und ja, ich denke, das könnten wir eigentlich mal so machen. Dann haben wir hier hinten auch das Öl. Das war mittendrin im Geschehen. Ist die Frage, wo wollen wir jetzt erstmal? Wollen wir hier oben ein Haus raufbauen? Dann müssen wir immer hoch und runter rennen, wenn wir irgendwas Also brauchen. ich würde sagen, dass wir uns hier in diesen Knick so ziemlich reinbauen würden. Ja. So hier unten. Mal kurz hin. Dass wir hier kurz zubauen. Hier ist ja, glaube ich, ein Creeper hochgegangen, weil sonst wird hier keine Erde liegen. Dass wir hier Ja. so versuchen reinzubauen. Und hier sofort den Eingang Okay. machen. Und den Berg dann nach Aber und mal nach ein bisschen. Ich ausbauen. würde sagen, dass wir weiter höher gehen, oder? Das kann man ja mit Erde alles regeln und allem drum und dran. Ja, das ist richtig. Sollten wir auf jeden Fall machen. Das war dann so eine halt, weiß ich nicht, 6, 7 oder 5, 6 Stufen Höhen oder sowas Also haben. so ungefähr bis, oder? Bis hier ungefähr auf der Höhe der Eingang ist. Ja, richtig, genau. Dann Würde ich ungefähr vorschlagen. Das sieht doch, denke ich mal, ganz episch aus. bräuchten wir aber auf jeden Fall etwas Erde. Ja, naja, das können wir uns ja besorgen. Müssen wir auf Creeperjagd gehen. Und uns ernten lassen. Wäre doch mal eine Möglichkeit. Genau, dann bauen wir uns hier hin. Und da können wir wieder über Eck bauen, vielleicht. Mit so einer schicken Glasfassade. Aber das ich auf jeden Weißt du, Fall was ich sehr viel meine? machen, hat Potenzial. Richtig. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir in die alte Hütte zurück. Gucken, was wir da so finden, was wir noch so mitnehmen erstmal. Oder warte mal. Bau mal deinen Table hier auf. Wir müssen ja nicht doppelt und dreifach laufen. Dankeschön. Ich baue uns gerade mal ein paar Kisten. Ja, die reichen wahrscheinlich gar nicht, wa? Also wir haben da jetzt, glaube ich, eine große und eine kleine Kiste, wo alles drin ist. Bei unserem Zwischenlager. So, ich habe drei Kisten hier. Ja. Und jetzt können wir ja schon mal so ein paar Sachen da reinpappen, die wir nicht jetzt die ganze Zeit mitschleppen müssen. So, weil dann können wir die Sachen auch mitnehmen, weißt du? Was sollen wir jetzt mit dem Kram? Weil wir müssen ja von drüben irgendwas herschleppen. Juti. So, behalte ich noch, behalte ich noch. Ich behalte Was nur haben wir Schwert jetzt und da Fleisch. rein? Genau, Tree Trap kann ich erstmal hier lassen. Wir holen uns ja die Bäume dann auch hierher, denke ich mal, ne? Gut, dann lass uns mal zurücklaufen. Und lass uns mal hier eine Aktion fahren. Die erste große Warte, Aktion in warte. Tech Hat ist hier. In diesem Let's Play Genau. nicht jetzt.
Deckhead-mäßig. Ich guck gerade mal, wo kriegt man den Waypoint hin? Ach, das war auf dem, okay. Da machen wir mal den Berg Behausung. Richtig? Ja, hast du den jetzt schon gemacht? Ja, und warte, ich. Dann mache ich mir auch und los geht's. Noch mal einen hier. Mir wird er nicht Mach das. Angezeigt. Berg Behausung. Na, recht. Okay. So, die Sonne geht eh weit unter. Ich denke, wir gehen gleich schlafen. Damit wir möglichst nicht gestört werden. Das und nach dem Schlafen gehen wir gleich, machen wir gleich, genau, machen wir unser Stack voll und dann so Sachen hier meine ich. Dann ist gut. Bist du hinter mir irgendwo? Ja, ich versuche es gerade, dir hinterher zu kommen. Ah ja, halt halb so wild. Ich werde sowieso gleich ausgebremst. Bah. Ich hänge hier. Wo sind wir jetzt? Scheiße. Im Schnee hängen geblieben. Ich renne zur ersten Behausung, oder wo bist du? Ich bin auf dem Berg, wo der hier ist. Hier, nee, stopp, komm runter. Runter vom Berg, links runter vom Berg. Alter, links. Hier, hinter dir bin ich. Juppie. Dankeschön, du sollst mir nicht hauen. Oder warst du selber? Ich hab dich nicht gehauen. Das war Fallschaden. Das hat mich gerade von hinten. Das war Fallschaden. Aber nicht von mir. Von dir, war? Ich hab Fallschaden. Dann hab ich deinen Fallschaden gehört. Dann hab ich deinen Schallfaden gehört. Dein Schallfaden. Also. Ich bin runtergefallen, ich dachte, hier wird zu. Tot? Was? Nee. Warte mal, ich hol mir gerade nur ein Skeletti, Bombetti. Eins ist gut, hier bei mir sind drei. Oh. Und eine Spinne, die von ich hinten komme, kommt. Ich glaube, oh, und du Was schraubst das? Alles ab, da ist ja nah. Hab ich doch gar nicht, oder? Auch? Hab ich? Ich hab nur von einem Skelett und einer Spinne was bekommen. Machst du? Gut, pennen gehen. Nachti. Was schreibe ich hier? DDDDD. Gute Nacht. Ja. Dann lass uns mal. Also, das müssen wir auch hier noch anders regeln. So, ja. Hier regeln wir sowieso nichts mehr. So, ich ziehe mir einfach alles Material, was wir hier haben, rüber. Was haben wir ja mühselig zusammengesammelt? Zack und zack. Kisten werden auch mitgenommen. Bett nehme ich auch mit. Soll ich da jetzt auch mitnehmen? Ja, wäre auf jeden Fall gut. Warte mal, ich lasse auf jeden Fall mal eine Fackel hier. Lassen wir dran, die an der Wand hängen. Damit wir hier mal unsere Mine wieder aufrufen können. Ja, aber wir haben ja hier eine sehr schöne große Höhle gefunden. Genau, dann lass mal an der Stelle hier auch den Ofen dran. Hier oben. Nur ein oder alle? Ach, Ofen. Lass die beiden hier dran. Wir wollen jetzt ja eh Steinofen und sowas bauen. Okay. Dann lass die Sachen mal hier drin, falls wir sie brauchen und gut ist. Und weil das jetzt hier Feuer ist, dann setze ich mir hier nochmal kurz den Waypoint. Wie soll ich das nennen? Erste Mine. Erste. Gut. Oh, hast du die ganzen Blätter hier abgehauen gehabt? Ja. Nein, die sind despawned. Aha, warum? Weiß ich nicht. Also, so viele habe ich auf jeden Fall nicht weggehauen. Ist nur das Problem, deswegen wundere ich mich, weil wir sie angeschlagen haben. Hier ist wieder Harz, nur ich habe keins von diesen Dingern. Ich habe meinen Tree-Tap auch nicht mitgenommen, nee. Aber du hast ja, lass die doch einfach hier stehen. Ja. Ich habe jetzt auch keinen Tree-Tap mit und fertig. Wir haben ja genug von dem Zeug und den Rest, den lassen wir nachwachsen. Ist jetzt schon wieder auf dem Berg zur Bergbehausung? Da, wo bist du jetzt? Ich habe dich irgendwie aus den Augen verloren. Ja, Bergbehausung bin ich auf dem Weg. Wo willst du denn hingehen? Ja, gut, ich auch. Aber ich hab dich gerade aus den Augen verloren irgendwie. Ich bin, glaube ich, auch in die falsche Richtung gelaufen gerade zuerst. Ach so. Deswegen, ich bin, glaube ich, erst nach rechts gelaufen. Blöderweise. Bist du jetzt auf dem Weg oder nicht? Ja, ich überquere gerade diesen kleinen Fluss, der hier das Waldbiom von unserem Berg trennt. Oh. Da bist du ja weit. Bin weit weg gewesen. So, da hinten bist du. Boah, krass. Siehst du, ich war einfach woanders. So. Was sind wir denn hier? Von welcher Seite rangekommen? Wo ist denn hier der Fluss? Der ist hier unterbrochen, wa? Ja, das wäre auch vielleicht eine Idee, dass wir uns hier so um den Berg rum den Fluss, diesen Burggraben ausbauen. Die Frage ist, was hätten wir? Wir waren hier hinter. Hier hinter? Ach so.
Ach Mensch, okay, ich habe mich schon gewundert, wo gerade die Kiste ist. Ich wollte gerade blöde Fragen. Ich habe mich auch erst umgeguckt. Schön. Unser Schweigen war also deswegen gut. So, was wir auf jeden Fall brauchen, denke ich mal, wird noch eine Menge Holz sein, oder? Oder wie wollen wir am Anfang das ausgestalten? Ich würde sagen, dass wir Also erst einmal brauchen wir ja Erde, um uns da hochzubauen. Das wäre es jetzt. die Erde, ja, oder wir graben erstmal hier oben ein bisschen ab. Welche Höhe haben wir nochmal Hier, wo gesagt ich diese gehabt? drei Blöcke hier gesetzt habe. Ah, meinst du, wer in Ordnung? Okay. Ja, dann grabe ich hier oben schon mal die Erde runter vom Stein. Ich mache das hier unten etwas eingänglicher. Macht es, genau. Wir müssen mal erstmal, dass wir so ein bisschen Grund haben, weil ich würde dann auch gucken, dass wir gucken. Redstone und Co., dass wir hier so ein bisschen Generator und sowas anschmeißen können. Genau, das ist ja auch sehr wichtig. Richtig. Ja, das soll ja auch mal so ein bisschen Bestandteil sein der ganzen Tagged-Geschichte, habe ich mir sagen lassen. Aber ja, naja. Ich sag mal so, wir brauchen eine Behausung und jetzt alles aufzubauen und schön zu machen und dann wieder umzuziehen, ist ja auch scheiße.